Volksgenossen, heute ist der 11. September, quasi der Jahrestag für den Startschuss für den Krieg gegen den Terror. Und ganz interessante Tatsachen am Rande haben sich hier entschlossen und deshalb halte ich es für notwendig, diese Eilmeldung auf allen Kanälen hinauszujagen. Ja, YouTube hat nämlich alle der syrischen Regierung gehörenden Kanäle schließen lassen. Vor 18 Stunden. Ja, hier noch einmal so eine Seite. Ist ja ganz interessant, oder? Dass das jetzt zufällig kurz vor dem 11. September geschieht. Kurz vorher hat ja Trump, wie ich schon berichtet habe, Syrien, Russland und den Iran gewarnt, in Idlib zu attackieren. Und jetzt kommt noch die interessante Meldung, dass unsere Flinten-Uschi von der Leyen deutschen Militäreinsatz in Syrien prüfen lässt, Kampfeinsatz, und ich zitiere hier, diese Dame hat gesagt, wenn Giftgas eingesetzt werden sollte. Ja, und ganz interessant ist, hier haben auch die Mainstream-Medien in Amerika wieder mal gemeldet, wir hier nämlich das Haus-Propagandablatt sehen von Donald Trump, also Fox News, dann sehen wir hier Idlib, Syria prepares for possible pro-Assad attack. Dangerous standoff developing in Syria between USA and Russia. Syrian's government attempts to retake last rebel stronghold. Und worum es hier geht natürlich, Giftgas wiederum. Und hier soll wahrscheinlich vielleicht heute am 11. September, ich meine, das ist jetzt nur Spekulation, vielleicht, endlich die Kriegszündung erfolgen, sodass die amerikanischen Truppen und auch Flinten-Uschi mit dem Vasallenstaat BRD da an den Kämpfen teilnehmen kann und doch noch das Ruder im Sinne der Rebellen herumreißen soll. Wir sind in ganz seltsamen Zeiten und deshalb musste dieses Video auf Fremdkanälen geteilt werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Heil Deutschland. Time and time again, the US have warned Syria both against the use of conventional weapons during this Idlib offensive, but also specifically against the use of chemical weapons. However, it appears the Assad regime is just not listening. As the offensive starts to gear up, US envoy to Syria Jim Jeffrey and other US sources say there is now mounting evidence Bashar al-Assad has given the green light for his military to use chlorine gas. Twice in the last couple of years, the Syrian government has used sarin against its civilians, despite President Trump promising he would act. And twice, the US has responded, launching Tomahawk strikes, taking out Syrian airfields and other military facilities. But some have argued that past US strikes have not really altered the direction of the Syrian war, and that Assad is no longer afraid of the US response. And it's also worth saying that Russia claims it has evidence it's the rebels, not Assad, who are the ones planning to use the chlorine. Meanwhile, the bombardment with conventional weapons is now very much underway, with support from Russian warplanes. Over the weekend, nearly 24 civilians were killed, among them children and a baby girl, while a hospital was also bombed and dozens of indiscriminate barrel bombs were dropped. And the feared exodus has also started, as more than 400 families were displaced from southern Idlib, fleeing towards the Turkish border, where 800,000 refugees are already living in camps. And there are 3.5 million refugees in Turkey, 3 million civilians in Idlib, and the Turkish government saying it simply can't handle anymore. And as a result, they have sent their troops to the Turkish-Syrian border, meaning this offensive is escalating in so many different ways, in so many different places. Benjamin Bill? Hall, thank you for that.